Gut, zum Schluss möchte ich mich gerne Professor Josef Huber zuwenden, denn weil er die Monetative gegründet und mit erfunden hat, deshalb sind wir überhaupt alle hier. Josef ist Soziologe, Ökonom und hat auch Politikwissenschaften studiert. Und was ich ganz bemerkenswert finde, ist, dass du schon 2001 die ersten Sachen veröffentlicht hast in Bezug auf das Vollgeld. Wie kam es dazu? Ja, also das war schon in den 90er Jahren. Dazu gekommen bin ich Mitte der 70er Jahre. Ich war damals als junger wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule St. Gallen, an der Wirtschaftshochschule, wie sie damals noch hieß. Und da bin ich mit dem Geldsystem in Berührung gekommen und das hat mich eigentlich über die Jahre und Jahrzehnte begleitet. Ich konnte nur in den 80er Jahren, musste ich Freelance arbeiten, also freiberuflich, und da konnte man, wie heute übrigens auch nicht, mit Geldtheorie als Freelance kein Geld verdienen. Damals bestand aber ein großer Bedarf an Beratungsleistungen im Bereich der Ökologie. Also wie kann man Wirtschaft und Umwelt miteinander verbinden und Modernisierungsfragen, Innovationsfragen und so weiter. Und als ich dann Anfang der 90er Jahre einen Lehrstuhl bekommen hatte, das hat mir dann die Freiheit gegeben, mich wieder dem Thema eben des Geldsystems zuzuwenden. Und um an Hering anzuknüpfen, das war ja in der Tat ein Prozess, auch ein Erkenntnisprozess, der sich über Jahre und buchstäblich Jahrzehnte eben hinzog. Und ich bin eigentlich dem Geldsystem gegenüber nach und nach kritischer geworden, je mehr ich davon verstanden habe. Und habe eben die Erfahrung gemacht, dass man in den verbreiteten Publikationen der Volkswirtschaftslehre, die man angeboten bekommt, so quasi offiziell, da steht entweder zu wenig drin oder es steht was Falsches drin oder es steht etwas drin, was schon ein bis 200 Jahre überholt ist vom Gang der Geschichte. Völlig desorientierend. Man braucht viel Zeit und Aufwendungen, um sich durch den ganzen alten Mist überhaupt, um den als Mist zu erkennen, es erstmal sich anzueignen, aber kritisch und irgendwann zu kapieren, das ist ja Quatsch, wirf's weg. Das hat jahrelang gedauert. Das nimmt ja auch kein Ende mit diesen Missverständnissen. Also ich hatte dich zum Beispiel gefragt, als ich die grüne Finanzmarktagenda kommentiert habe von Sven Giegold, Gerhard Schick und Udo Philipp. Da stand auch was völlig Falsches drin über das Vollgeld. Und dann sagte Josef Huber, oh, wenn ich jetzt alles richtigstellen wollte, was jemals über Vollgeld falsch behauptet wird in den Medien, da werde ich niemals mit fertig werden. Deshalb würde ich gerne wissen, woher nimmst du die Kraft jetzt schon lange und auch weiter diesen Weg so mühsam voranzugehen? Das ist eine schwierige Frage, weil ich finde nicht, dass es so furchtbar belastend ist und dass ich ständig am Rande meiner Kräfte operieren müsste. Nein, was man braucht, man muss in der Tat die Fähigkeit haben, aus irgendeinem Grund mit einer Minderheitenmeinung zu leben. Und ohne zu denken, man wisse jetzt unbedingt immer alles besser als die anderen. Und eben das über die Jahre hinweg zu tun und dabei trotzdem fröhlich zu bleiben. Nicht? Also naja, und also die Frage, die ja im Raum steht, also das Geldsystem der Zukunft, also wofür wir hier stehen, ist ja klar, wir möchten ein Vollgeldsystem haben. Die Frage ist, ob und wann wir das bekommen. Ich persönlich denke, es wird so etwas wie eine Vollgeldzukunft geben, aber ich weiß nicht wann, weil in Anbetracht der realen Machtverhältnisse, apropos der weiter bestehenden realen Machtverhältnisse und in Anbetracht des immer noch vorherrschenden Unwissens über die Realität des Geldsystems, auch im Bankenmilieu und Zentralbankmilieu selbst. Das ist ja niederschmetternd. Also unsere erste Aufgabe ist ja eigentlich nach wie vor, das Wissen über das Geldsystem zu verbreiten. Das ist ja die erste unabdingliche Grundlage.
Und wir haben dazu schon, also muss ich sagen, wie ich meine, erfolgreich Beiträge geleistet, machen wir inzwischen ja auch nicht mehr allein. Das geschieht inzwischen weltweit durch die ganze Geldreformbewegung rund um den Globus. Ich glaube, inzwischen gibt es 38 oder 40 Vollgeldreforminitiativen. Also das ist ja schon, hier ist eine große Bewegung in Gang gekommen. Und ich glaube, dass also dieser Prozess des Neuschreibens der Lehrbücher, der ist in Gang gekommen. Also ich nehme mal an, in 10, 20 Jahren sind die Bücher alle umgeschrieben, aber daran sieht man schon den Zeithorizont. Jedenfalls in Anbetracht der gegebenen Verhältnisse sehe ich vor allem die große Gefahr, dass etwas geschieht, nämlich wenn das Bargeld abgeschafft wird, entweder dass es von alleine verschwindet im Verlauf der nächsten 1, 2, 3 Jahrzehnte oder dass es irgendwann per Beschluss abgeschafft wird in 10 Jahren oder wann oder schon in 5 teilweise oder in 10. Dann ist ja die Bindung der Banken an die Zentralbank nur noch gegeben über diese bisschen, also eigentlich ist kaum noch eine Kontrolle da, weil die Zentralbanken ja sowieso die Banken refinanzieren. Und die Banken dann aber auch nur noch wirklich 0, noch was an Überschussreserve benötigen. Und die Mindestreserve, die kriegen sie halt, das ist ein kleiner Kostenfaktor, aber sowas soll's. Also wir hätten dann, wenn Bargeld ersatzlos verschwindet, wir hätten dann endgültig ein vollständiges Bankengeldregime. Und das ist aus unserer Sicht schon ein Problem, weil ja mit dem fraktionalen Reservebanking, mit dem minimalst fraktionalen Reservebanking, natürlich eine Reihe von wiederkehrenden Fehlfunktionen verbunden sind. Und andererseits kann das Bestand haben, aber ich denke, dass es immer wieder in neue Krisen führen wird. Und deswegen vermute ich, dass dann auch irgendwann die Zentralbank und die Politiker sagen, ja, aber ein bisschen Kontrolle hätten wir doch gern wieder zurück. Und dass sie dann auch unter dem Druck jetzt, es muss was geschehen für die Realwirtschaft, Stichwort Helikoptergeld, vielleicht gibt es dann so ein Kuddelmuddel hin zu einer Art neu gemischtem System mit Bankengeld und Zentralbankgeld, aber es ist noch kein Vollgeldsystem. Also das würde ich eher in näherer Zukunft vermuten. Und das sehe ich schon als große Gefahr, weshalb wir uns eigentlich als Vollgeldunterstützer wir uns unbedingt dafür stark machen müssten, dass es im Maße, wie das Bargeld verschwindet, zumindest als Gegengewicht ein modernes Äquivalent in Form eines digitalen Zentralbankgeldes geschaffen wird, das im Publikum oder vom Publikum so genutzt werden kann, digital wie früher physisches Bargeld.